Liebe Zuschauer, Währungen sind üblicherweise an den Kapitalmärkten ein etwas behäbigeres Thema. Aber man kann ja auch gehebelt agieren, damit da ein bisschen was passiert. Und eine Möglichkeit dazu sind sogenannte Power-Optionsscheine, ein bisschen exotischere Optionsscheine. Aber was genau ist das? Wie funktionieren die? Und wie kann man die zum Beispiel beim Währungspaar Euro-Dollar einsetzen? Ihre Fragen sind unsere Fragen. Herzlich willkommen bei Zertifikate aktuell. Und die Antworten hat Christian Köker von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Hallo, Frau Ernst. Herr Köker, wenn man jetzt gerade auf das Währungspaar Euro-Dollar schaut, dann muss man sagen, da war ja gerade in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen mehr Bewegung drin als üblich. Da hat der Sommer echt ein bisschen was geboten, die Nachrichtenlage auch. Was sagen denn die Analysten Ihres Hauses, auch die Charttechniker? Kehrt da jetzt ein bisschen Ruhe ein? Na, nach Ruhe würde ich sagen, sieht es noch nicht aus, denn wir haben letztendlich bei Euro-Dollar ja die Situation, dass wir sehr lange hier oben ein breites Kursband gehabt haben, indem wir uns seitwärts bewegt haben, um die 1,30 herum, bis es dann jetzt eben um den Jahreswechsel Ende letzten Jahres eigentlich zur Zäsur hier gekommen ist bei diesem Währungspaar und wir also eine bis dahin lange nicht gesehene Euro-Schwäche einfach jetzt vollzogen haben. Aber ausgehend von diesen Tiefpunkten hier unten, ja, bei 1,05, 1,04 hat sich jetzt das Währungspaar, also da hat sich der Euro wieder nach oben gearbeitet. Ja, natürlich nicht rasant, aber hat sich nach oben gearbeitet. Und möglicherweise bildet sich da jetzt so ein neues, normales Band aus. Aber die Frage, kehrt da jetzt Ruhe ein? Wir haben schon ein paar Themen, die das Währungspaar stark bewegen. Das ist einmal die Zinswende in den USA. Wurde jüngst erstmal verschoben mindestens. Das hat dem Euro erstmal geholfen, weil wenn die Zinsen in den USA angehoben werden, also wenn meine Anlagen in US-Dollar besser verzinst werden als in der Eurozone, dann ist es für mich attraktiver, mein Geld in US-amerikanischen Titeln zu parken, zu investieren. Das heißt, ich kaufe auch wieder Dollar. Also der Dollar wird interessanter. Jetzt ist es aber nicht passiert, das hat dem Euro erstmal geholfen. Wenn die Zinswende jetzt aber kommt und vor allen Dingen, wie schnell sie kommt, könnte das dem Dollar wieder helfen. Und den Euro auch hier ein bisschen schwächen. Der zweite Belastungsfaktor könnte eben sein, dass wir momentan auch so richtig, was Inflation anbetrifft, in der Eurozone nicht vom Fleck wegkommen. Und da könnte man eben dann wieder sagen als Notenbank, wir tun alles dafür, dass die Konjunktur hier ins Laufen kommt, dass wir unser Inflationsziel erreichen. Und Stichwort Anleiheaufkaufprogramme können weiterhin, das billige Geld wird weitergereicht. Und wenn das Geld billig ist, dann sind die Zinsen niedrig, dann bleibt der Euro auch uninteressant. Also, da gibt es schon einige Themen, die Bewegung in den Markt reinbringen, nach oben als auch nach unten. Deswegen lohnt es sich durchaus, aktuell auch mit der Währung zu beschäftigen. Und es gibt Instrumente, die auch dann die Bewegung noch verstärken können. Gerade bei Währungen, sagen Sie, ist das Beispiel Power-Optionsschein als ein besonderer Optionsschein eine gute Möglichkeit, wenn man sich erstens mit Währung auskennt und zweitens auch mit Hebelprodukten auskennt. Das schon mal vorweg. Also es ist schon so ein bisschen was für die etwas, sagen wir mal, Experten am Markt. Klassische Frage, was ist jetzt genau ein Power-Optionsschein im Vergleich zu einem Standard-Optionsschein? Ja, also Power-Optionsscheine sind im Grunde genommen ein spezielles Produkt, was wir auch sehen, dass es gerade im Währungsmarkt nachgefragt wird. Denn der Begriff Power letztendlich ist verwendet worden, weil sie eben einer Kursbewegung in einer bestimmten Bandbreite sehr viel Kraft verleihen sollen. Ja? Und diese Kraft, die diese Aufwärtsbewegung oder auch eine Abwärtsbewegung, man kann es sowohl Long als auch Short spielen, erzeugen soll, die kommt daraus, dass der sogenannte innere Wert, können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, quadriert werden soll. Das heißt, innerhalb einer bestimmten Bandbreite schaffe ich es, besonders stark die Kursgewinne zu hebeln und das nicht linear, sondern sogar überproportional. Das sehen wir hier in einer Grafik, wo es nicht linear raufgeht, wie beim Standard-Call, sondern recht überproportional. Genau. Nun würde ich aber mal sagen, um es noch ein bisschen visueller zu machen, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Gerne. Sie haben eins. Ja, also diese Grafik, da sind ja ein paar Begriffe drauf, die sollte man vielleicht erläutern. Also zunächst einmal, sowohl bei Power-Optionsschein als auch bei Standard-Optionsschein ist der Basispreis ein ganz zentrales Merkmal. Der sagt nämlich, der Trend sozusagen Gewinn und Verlust oder Ertrag oder kein Ertrag voneinander. Und das in dem heißt, Fall den Totalverlust. Ganz wichtig ist, hier steht ja die Null. Ja? Wenn ich unter dem Basispreis lande mit der Euro-Dollar oder auch mit anderen Wertpapier-Basiswerten, dann ist die Auszahlung von diesem Optionsschein Null. Ja. Und erst überhalb des Basispreises fange ich an, hier eine positive Rückzahlung bei Fälligkeit zu erhalten. Ja. Und die ist eben bei einem Standard-Optionsschein, das ist hier diese gerade Linie, linear. Das heißt, bin ich 1 Euro im Geld, wie man sagt, also über den Basispreis, kriege ich auch 1 Euro zurück.
soweit so klar. Beim Power-Optionsschein ist es eben so, dass ich hier eine Bandbreite habe, die hier in diesem Feld verläuft, wo ich es eben schaffe, nicht nur die Gewinne zu hebeln, sondern zu quadrieren. Und das ist dann eben diese rote Linie. In diesem Kursband schaffe ich es eben, den inneren Wert, also Kursanstiege über den Basispreis hinaus, besonders stark zu hebeln. Okay, gut. Wir machen es mal an Zahlen fest. Sie haben einen Power Call mitgebracht mit dem Basispreis 1,12 und einem Cap von 1,16. Das ist sozusagen die Bandbreite, die vorgegeben ist, idealerweise. Genau. Also wir bewegen uns hier gerade sehr nah mit dem Basispreis auch am aktuellen Kursniveau. Genau. Das schwankt hier um 1,12 aktuell. Mhm. In der Nähe verläuft auch die 200-Tageslinie. Das ist durchaus eine interessante Kursmarke. Und das ist genau die Bandbreite, in der ich mich bewege, in der ich idealerweise dich nach oben verlasse. Das heißt, wenn ich eben bei Fälligkeit in gut 3 Monaten über 1,16 notiere, dann erreiche ich die maximale Auszahlung von diesem Optionsschein. Also das ist ganz wichtig. Die Auszahlung ist auch auf einen Höchstbetrag begrenzt. Das ist eben die Quadrierung in diesem engen Kursband. Und hier ist es eben so, wir haben hier 4 Dollar-Cent, die dazwischen liegen. Wir haben ein Bezugsverhältnis von 100, das heißt, aus 4 Cent mache ich 400 Cent. Das sind also 4 Dollar innerer Wert, Dollar wohlgemerkt, die ich hier erzielen kann. Und wenn ich das jetzt quadriere, wir erinnern uns zurück an die Schule. Ja, 4 mal 4 ist 16, das heißt, ich mache aus 4 idealerweise 16 Dollar. Ja. Klar, das muss ich dann noch zurückrechnen in Euro, weil dieses Währungspaar notiert in Dollar. Aber dann habe ich eben, statt 4 Dollar schaffe ich es eben 16 Dollar zu bekommen. Wichtig ist, das hat man eben auch in der Grafik kurz gesehen, wenn ich einen Wert quadriere, der kleiner 1 ist, also zwischen 1,12 und 1,13, ist es sogar kleiner 1, weil das die Quadrierung eben so mit sich bringt. Aber ich schaffe es eben hier, besonders starke Kursveränderungen zu haben. Und das ist eben bei Währungspaaren interessant, weil die eben nicht so stark schwanken wie Aktien. Insofern kann ich sagen, naja, in 3 Monaten wird vielleicht nicht die Welt passieren, aber wenn ich hier die richtige Meinung habe bei diesem Währungspaar mit dem Power-Optionschein, dann kann das hier eben besonders ertragreich enden. Nun haben wir noch das Währungsrisiko zu berücksichtigen. Das ist jetzt in die Notierung in Dollar. Und dann müssen wir noch das Euro-Dollar-Währungsrisiko berücksichtigen. Also klar, wir haben natürlich die Gefahr, dass das einfach gegen uns läuft und wir unter 1,12 landen, dann habe ich einen Totalverlust. Ich habe hier aber keine Knockout-Barriere, was heißt, was während der Laufzeit passiert, ist erstmal unerheblich. Ja, das ist ein Vorzug dieses Produktes, viele schätzen, aber klar ist, ich muss auch für den Optionsschein was bezahlen heute. Das heißt, die Auszahlung, die da rauskommt, in Euro. Klar, diese Produkte notieren in Euro, aber ich muss immer auch den Wert, den dieses Produkt hinterher annimmt, zurückrechnen. Aus Dollar in Euro muss ich einfach dann teilen. 16 Dollar durch den Währungskurs ist jetzt keine große Wissenschaft, um zu wissen, was bekomme ich da raus. Und natürlich muss ich auch erstmal mein eingesetztes Kapital ins Verdienen bringen. Das heißt, ich muss mehr rausbekommen, als ich eingesetzt habe. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber es sei nun mal darauf hingewiesen. Ja. Welcher Anlegertyp ist denn hier angesprochen? Es sind die angesprochen, die sich mit der Wirkweise dieser Produkte vertraut machen, die dann gerne auch eingeladen sind, sich nochmal bei uns zu melden, sich mit den Produkten auch zu beschäftigen, Fragen dazu stellen können. Es sind Anleger angesprochen, die vielleicht auch Standardoptionsscheine schon kennen, denn hier wirkt ja nicht nur der Kurs drauf ein, sondern das war auch nochmal erwähnt, auch noch Volatilität kann für und gegen einen hier agieren. Und es ist auch ganz klar für Anleger nur geeignet, die eine klare Meinung pro oder contra Euro haben. Ich kann hier nicht in Seitwärtsmarkt Geld verdienen, im Gegenteil, da verliere ich Geld. Ich muss also schon glauben, dass bis zum Fälligkeitstag hier starke Kursgewinne innerhalb dieser Bandbreite bei Calls oder starke Kursverluste bei Puts eintreten. Okay, Herr Köker, ganz vielen Dank. Gerne, Frau. Liebe Zuschauer, wenn Sie eine klare Marktmeinung zum Euro-Dollar-Verhältnis haben, dann können Sie unter Umständen und auch noch die nötige Erfahrung mit Hebelprodukten mitbringen, dann können Sie unter Umständen auf sogenannte Power-Optionsscheine setzen. Für Sie haben wir nochmal zusammengefasst, wie diese funktionieren. Die HSBC gibt da auch sehr gerne jederzeit Auskunft zu. Und wir haben das zusammengefasst zum Nachlesen und Nachschauen auf daf.fm. Bis zum nächsten Mal.